Hallo und willkommen bei John Black and Agon Reviews und noch ein schönes neues Jahr für euch. So, jetzt ist schon lange her, dass ihr mich hier auf YouTube gesehen habt. Es war viel zu tun in der Zwischenzeit nach dem ersten Monat mit Gorilla Guns und die paar Tage Urlaub, die zwischendurch waren, musste ich halt nutzen, um hier einiges auf Vordermann zu bringen und auch für euch weiter voranzubringen. Einiges haben wir jetzt schon echt geschafft, also es wird langsam immer besser. Wir haben jetzt noch ein paar neue Angebote auf unserer Startseite, die zeige ich euch mal ganz kurz. Ja, da haben wir zum einen hier so ein, das HDS 68 LZ mit CO2-Kapsel mit dem Slugmaker 0.688. Und dann haben wir zum anderen hier die X-Bow Cobra als das Kit, als das 90 Pfund Kit mit allem drum und dran und zusätzlich den 130er Bogen noch dazu. Abwehrsprays in den Preis gesenkt. Wir haben jetzt von Tech 23 im Programm das Rocket Key 50, das Full Power Ventil, das Exportventil für den Umarex HDR 50. Das haben wir im Programm. Und auch die Ventile, die Exportventile für das HDS 68 werden jetzt auch, ich glaube, nächste Woche eintreffen. Die werdet ihr dann auch bei mir kaufen können. Und so weiter und so fort. Es tut sich einiges. Es gibt einige Angebote und Aktionen. Im Moment gibt es 5% auf alles. So, und es wird natürlich auch viele neue Videos geben bei mir auf dem Kanal. Als erstes werde ich jetzt morgen ein Video veröffentlichen zu der X-Bow Cobra und zwar als Kit in 90 Pfund Version und zusätzlich mit dem 130er Bogen, den werde ich da montieren. Es wird ein Review werden mit Schusstestteil und mit Montageteil. Ich hatte da schon mal ein Video von, ich mache da jetzt auch nochmal ein neues. Wie gesagt, morgen bis morgen Abend wird es online sein. Genau Uhrzeit kann ich euch noch nicht nennen. Ich werde auch noch mal ein Video machen von der Legends Cowboy Rifle von Umarex. Da habe ich noch keins gehabt. Das Ding macht unglaublich Spaß. Das wird ziemlich auch noch zu sehen geben bei mir als Video. Zu den Slugmakern von Tech 23 werde ich noch Videos machen. Zu dem Slugmaker 0.688 wahrscheinlich zuerst für das HDS 68, aber auch für den Slugmaker 0.50 für den HDR 50. Die HDR 50s, die bisher bei mir jetzt noch nicht lieferbar waren, werden jetzt auch die nächsten Tage lieferbar sein. Ja. Es wird sich einiges tun. Videomäßig werde ich versuchen, mindestens eins die Woche für euch wieder hochzuladen. Ich versuche sogar zwei, wie im Dezember letzten Jahres noch. Da habe ich ja meistens mittwochs und sonntags eins hochgeladen. Das versuche ich natürlich, aber es wird mindestens eins immer geben, das kann ich euch sagen. Ich freue mich richtig, richtig doll auf dieses Jahr jetzt mit euch, hier mit German Blank and Airgun Reviews, mit euch als Abonnenten und natürlich mit Gorilla Guns. Es wird sich einiges tun. Ich werde auch bei der IWA sein dieses Jahr für euch. Ich werde gucken, dass ich da neben etlichen Terminen natürlich auch Zeit finde, ein bisschen was für euch zu drehen, dass ihr da ein paar Neuheiten zu sehen bekommt. Das wird richtig super. Ein tolles neues Jahr euch allen. Bis zum nächsten Mal bei German Blinken Ärger News. Ciao, Leute.